Hallo meine Lieben, ich bin Irene und herzlichen Dank meine Lieben, dass ihr da seid, dass ihr mir so viel schreibt. Ich bin überwältigt meine Lieben, ich bin glücklich und danke, danke für wunderschöne Wörter, Komplimenten, tolle Energie, die ihr mir schickt. Das macht mir Kraft. Das gibt mir, dass ich weitermachen kann. Dankeschön, meine Lieben. Und heute habt ihr schon gesehen, Wunschpartner. Wunschpartner. Ich will zwei Stapel machen. Mhm. Bei jemandem von euch, so wie aussieht, keine momentan, kein Kontakt, überhaupt gar nichts. Und so wie ich, ich werde machen, wann meldet er sich wieder, dein Wunschpartner. Weil hier sieht es so aus, dass du wartest auf eine Nachricht, auf ein Lebenszeichen von ihm oder von ihr. Kommt drauf an, oder? So, meine Lieben, zwei Stapel. Ihr intuitiv wählt einen Stapel. Hört zuerst, versucht in Resonanz zu kommen. Nichts gewaltig passt. Versteht ihr? Kann sein, irgendwie welche Details passen, irgendwie welche Details passen nicht, meine Lieben. Boah, ist so kalt. Oder ich habe kalte Hände. So. Und wir werden schauen jetzt, wann meldet er sich wieder. Meine Reaktion vom Händen war schrecklich, weil eiskalt. Ich habe Hände gewaschen. Vor dem Kartenlegung, nach dem Kartenlegen wasche ich gründlich die Hände. Und diesmal war die kalte Wasser. Naja, muss ich durch. Länger frischer halten. So, die erste und die zweite. Wir werden schauen, meldet sich er überhaupt? Meldet er sich nicht? Hier ist nur melden. Wenn die Karten natürlich zeigen, Perspektive eurer Verbindung, gibt es Chance oder nicht und so weiter. Ungefähr Zeitraum werde ich stellen. Wenn er sich meldet, ungefähre Zeitraum, meine Lieben. So, die zweite auf die Seite. Wir nehmen die erste. Könnt ihr euch erinnern? Am Sonntag. Ich glaube, am Sonntag mir sind eine Karte gefallen. Hinter den Tisch. Ich habe die gefunden, aber etwas erst nächste Tag. So, meine Lieben. Wird er sich überhaupt melden? Ja oder nein? So wie aussieht, ja. Er wird sich melden. Und ich kann jetzt schon sagen, er meldet sich im Sommer. Heiß, schöne Wetter, Sonnenschein. Er wird gut gelaunt und so weiter. Und ich sehe, hier ist ein seriöser Mann. Er meldet sich definitiv, aber vielleicht nicht so bald. Ich meine nicht so bald, weil jetzt ist Mai, Ende Mai. Oder? Ende Mai. Welche? 26. ist heute, oder? Ich weiß es nicht, Leute. Sorry. Ich weiß jetzt nicht, welche Datum. Ich lebe irgendwie so. Ich weiß, dass es heute Mittwoch ist, aber welche Datum? Keine Ahnung. So. Das heißt, gut gelaunt. Schönes Wetter. Er wird glücklich sein. Du aber nicht, weil du wusstest nicht. Du im Moment, du wartest. Meine Lieben, wartet auf niemanden. Wenn ein Mann verspricht anzurufen und in dem Zeitpunkt nicht anruft, sich nicht meldet, nicht mal nächsten Tag meldet sich nicht, meine Lieben, schließt damit ab. Geht weiter. In welchem Fall kann er dich nicht anrufen?
An erster Stelle es tut, Gottes Wille, oder? An zweiter Stelle es so krank, dass er kann nicht mal Handy in Hand nehmen. Egal wie man beschäftigt ist, meine Lieben, jeder geht ins stilles Örtchen und eine kurze SMS kann man immer schreiben, oder? Oder noch dritte Variante, dann, dass er hat keine Lust oder mit etwas anderes beschäftigt. Ihr müsst lernen, sich zu schätzen. Meine Lieben, schätzt euch, meine liebe Göttinnen. So, gleich schauen wir, welche Absichten hat er. Ich habe Lust, nicht nur schauen, meldet er sich oder nicht. Welche Absicht? Dieser Mann übrigens hat, aber irgendwie, ich sehe, er ist mehr auf sich abgesehen. Er, schaut mal, aber das ist in Ordnung. Er war traurig, er hatte Schluss gehabt, jemand hat ihn verlassen und so weiter, aber das kann nicht sein, oder? Ich sehe mehr, er hat sich aufgebaut nach irgendwie welche Trennung, nach irgendwie welche Ereignisse. Etwas war in seinem Leben, was hat ihn traurig gemacht, meine Liebe. Und er ist gut gelaunt, er ist bereit, wieder Kommunikation mit Frauen aufzunehmen. Oder wenn das ist eine Frau, sie hat sich abgegrenzt von dir zum Beispiel. Ja, du wartest, dass sie sich wieder meldet, weil sie hat sich, weil sie hat dir versprochen. Liebe Männer, bemüht sich um Frauen, aber um richtigen Frauen. Weil oft ist so, Männer rennen hinter Frauen, die wollen von ihnen überhaupt gar nichts. Versteht ihr? Da wird gar nichts. Bemüht ihr euch um Frauen, die wirklich wert sind, die wirklich wollen sie haben und so weiter. Hier sehe ich, ein Mann, er meldet sich. Spätestens im Sommer kann sein, du schaust schon im Sommer, ja? Dann wird er sich bald, wirklich bald sich melden. Jetzt noch Rat für dich, was sollst du tun, bevor er sich meldet und überhaupt, wie sollst du dich benehmen? Schau in deine Zukunft, meine Liebe, überschau deine Pläne, lasse deine Vergangenheit hier und jetzt ruhen. Und jetzt schaue ich noch, ich vermute maximal 8 Tage. Meine Lieben, an dem Moment, wenn du schaust dieses Video, Hochsommer könnte sein, kann sein, dass du in Urlaub fährst oder sowas, dass du Leben selber genießt, er wird glücklich sein. Versteht ihr, bei jedem von euch wird sich anders abspielen. Und maximal 8 Tage, er meldet sich. Muss nicht unbedingt Hochsommer sein. Bei manchen von euch, weil kann sein, jemand schaut etwas später dieses Video. Aber ich sehe, er meldet sich 100%. Er hat Absichten mit dir. Er hat Lust wieder an Frauen. Genau. Er hat lange Zeit gebraucht, bis er wieder auf den Beinen kommt. Von dir ist verlangt, schau nach vorne, träum wieder weiter. Hab Wünsche, schau, dass du wieder sich regelmäßig irgendwie, wie soll ich sagen, mit anderen triffst oder so weiter. Und ich sehe noch, lass die Vergangenheit, weil er ist bereit für eine Beziehung. Hier ist Nummer 1, ist wirklich so wie aussieht, momentan und sehr schnell. Sehr schnell, meine Lieben. So, Moment. So, die zweite gleich. Dein Wunschpartner. Wann, Wunschmann, Wunschmensch. So, wann meldet er sich wieder? Meldet sich er überhaupt? Er braucht noch Zeit, aber er meldet sich. Er meldet sich, aber er braucht noch Zeit. Er ist Moment im Heilungsprozess. Kann sein, er hat finanzielle Komma und Sorgen, wie sagt man? Ja, kann sein, er ist finanziell jetzt im Moment ruiniert. Und er ist am, ich möchte nicht sagen relaxen, er nimmt sich momentan Zeit, um in Gleichgewicht seine Situation zu bringen. Ich sehe, dass bei ihm ist finanziell nicht so gut. Aber er meldet sich.
Jetzt schauen wir nur wann. Maximal 5 Monate, meine Liebe. Aber ich sehe hier bei ihm auf jeden Fall, dass er braucht diese Zeit, um sich erholen, um, wie soll ich sagen, wieder in Gleichgewicht zu kommen, weil diese finanzielle macht ihm zu schaffen. Er versucht rettende Boot oder sinkende Boot zu retten. So wie aussieht, ihm wird das gelingen. Er versucht alle Möglichkeiten. Ja, das wird ihm gelingen. Er ist guter Geschäftsmann, so wie aussieht. Er ist, wie sagt man, er ist so beweglich, dass er findet den Weg. Jetzt, wenn er sich meldet, habe ich gesagt, maximal 5 Monate. Ja, maximal 5 Monate. Und dein Rat für dich, wie sollst du dich mit ihm benehmen oder verhalten? Meine Liebe, schau, dass du... Wow, schöne Karten. Schau diese momentane Zeit, bis er sich wieder meldet. Schau, dass du neben dir aufbaust Konkurrenz, dass wenn er zurückkommt, wo war er? 5 Monate, oder? Meine Lieben, bei manchen ist 5 Monate, bei anderen kann sein schon 2 Tage, aber bis 5 Monate. Dort war ab 8 Tage, ungefähr 8 Tage. 8 Tage und hier bis 5 Monate meldet er sich. Schau, dass du deine Zukunft finanziell, dass du dein Leben so im Griff hast, dass du nur er fehlt in deinem Leben. Verstehst du, meine Liebe? Wow. Na, schöne. Beide sind schöne. Beide, wie soll ich sagen, gut, total gute Männer. Nur, ja, er ist jetzt auch, so wie er aussieht, mit seiner Vergangenheit. Du aber auch übrigens. Und hier auch, schau, dass dir gut geht. Schau, wie sollst du jetzt genießen? So sollst du dein Leben genießen, meine Liebe. Bereite dich vor auf die Zukunft und genieße. Genieße das Leben, mein Schatz. Alles Gute, meine Lieben. Alles Liebe. Wunderschönen Tag wünsche ich euch und bis Freitag. Bis Freitag. Ich weiß es nicht, am Freitag kommt bestimmt keine Vier Könige, kommt mehr diese, wie heißt das? Nicht Vier Könige, Monatsorakel, weil jetzt ist schon Monat. Monatsorakel, Liebesorakel vielleicht, für Single auch. Mhm. Okay, meine Lieben, schreibt ihr mir. Alles Gute, alles Liebe. Tschüss, Papa.